Ja, moin moin meine Freunde, schön, dass ihr wieder einschalten habt. Ich bin's, euer Tonico, und wir sind hier bei Red Dead Redemption 2, dem Online-Modus. Und in diesem Video werde ich mich dem Thema widmen, wie man denn die Verbundenheit zum Pferd verbessert, was für Optionen es dafür alles gibt und was am effektivsten ist. Wie ihr schon seht, im Hintergrund habe ich mein Pferd mal kurz angeleint, meinen goldenen Turkmen namens Vainona. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Drücken einmal LT zum Zielen und sehen uns mal die Optionen, die wir hier stehen haben, mal genauer an. Und zwar haben wir hier striegeln, füttern, führen, streicheln und fliehen. Fliehen brauchen wir jetzt natürlich nicht, damit haut bloß das Pferd ab und verschwindet in den Stall zurück. Wir kümmern uns jetzt um die Optionen striegeln, füttern, führen und streicheln. Und da ist mir aufgefallen, dass bei zwei Optionen es immer nach längerer Zeit der Benutzung es 5 Punkte gibt, und zwar ist es bei Striegeln und Streicheln. Da bekommt ihr, wenn ihr das, sagen wir mal, alle 5 Minuten macht, immer 5 Punkte dazu. Macht es direkt hintereinander, gibt es immer bloß einen Punkt. Das werden wir uns jetzt auch mal im Detail ein bisschen genauer anschauen, indem ich jetzt einfach mal auf Start drücke, auf Spieler gehe und auf unser Pferd. In dem Fall bei Nona, bei euch heißt es anders. Wie ihr auch schon seht, ist es noch möglich bei diesem Pferd die Verbundenheit zu erhöhen. Und da sind wir hier gerade bei 1444 Punkten. Die merken wir uns jetzt auch mal, und dann werden wir jetzt erstmal das Pferd kurz striegeln. Es ist schon länger nicht mehr gestriegelt worden. Gehen wir einfach mal kurz hin, indem wir LT drückt halten, das Steuerkreuz nach links drücken. Dann seht ihr schon rechts ein Pferdesymbol mit einem Plus, und wir kriegen so noch ein paar Ehrepunkte oben drauf. Jetzt schauen wir nochmal ins Menü rein, wie es denn jetzt mit den Punkten aussieht. 1444 hat man vorher gehabt. Jetzt haben wir 1449, es gibt 5 Punkte dafür. Wiederhole ich jetzt das Ganze, gibt es nur noch einen Punkt, wie eben schon erwähnt. Das machen wir jetzt mal. Wir striegeln noch einmal. Wunderschön, wunderschön. Wir haben wieder das Pferdesymbol mit dem Plus daneben. Gucken einmal ins Menü wieder rein. Und das Pferd gehen auf unsere Stufen. Dann sehen wir hier schon, wir haben bloß einen Punkt dazu bekommen. Wir hatten ja eben 1444 gehabt, dann 5 Punkte mehr, 1449, jetzt haben wir 1450. Jetzt mal wiederholen wir das Ganze mit dem Streicheln. Wir haben 1450 aktuell, jetzt drückt man LT und X und LT drückt halt, damit die Option so lang wie möglich geht. Und das schön lange striegelt oder streichelt. Und da sehen wir hier schon jetzt das Plus-Symbol mit unserem Pferdekopf. Gehen in unser Menü rein und stellen fest, dass das Streicheln wieder mal 5 Punkte mehr gebracht hat. Wir sind jetzt bei 1455. Jetzt wiederholen wir auch hier das Ganze noch einmal, um nochmal zu verdeutlichen, dass es nach jedem schnelleren wiederholten Versuch immer bloß einen Punkt gibt und somit nicht wirklich effektiv ist. Da haben wir lange genug gestreichelt. Ein Pferdesymbol mit einem Plus ist aufgetaucht. Wir gehen in unser Menü und sehen da 1456, ein Punkt bloß mehr. Ist also nicht wirklich effektiv, aber damit könnt ihr euer Pferd immer wieder ein bisschen die Verbundenheit erhöhen. Jetzt gucken wir uns mal die Option mit dem Füttern an. Ihr könnt jetzt einfach LT drückt halten und Steuerkreuz nach rechts zum Füttern. Dann füttert er irgendwelche Kräuter, die er bei euch hat. Ihr könnt aber einfach LP drücken und dann rüber zum Pferd switchen und einfach euer gekauftes Zeug, zum Beispiel, wie jetzt hier in dem Fall eine Möhre, hingeben zum Füttern. Wir haben jetzt 1456 als Punkte. Jetzt drückt man einfach mal die Möhre an. Er geht hin. Holt die Möhre raus. Yam yam, Pferdesymbol plus plus ist da. Gucken wir in unser Menü mal rein, wie es denn aussieht. 1456 war die Zahl eben. Jetzt haben wir 1461. Da sind auch wieder plus 5 Punkte mehr. Wurde also schon vor kurzem mal gefüttert. Das erkennt man auch an der Gesundheit. Beziehungsweise im Körperbau gut in Form. Da haben wir es gut in Form. Ist also schon gut beisammen. Hat keinen Hunger gehabt. Es kann aber passieren, wenn er sehr, sehr hungrig ist, was ja natürlich klar ist, wenn er irgendwann Ewigkeiten durch die Gegend reitet und so weiter, dass er beim Füttern auch gerne mal bis zu 15 Punkte rausspringen lässt. Aber in der Regel sind es bis 5 Punkte. Wenn ich jetzt das Ganze wiederhole, wir gucken uns nochmal die Zahlen an, die wir jetzt eben stehen hatten. Wir haben 1461. Wenn ich jetzt erneut eine Möhre in seinen Rachen reinschiebe, gibt es auch wieder bloß einen Punkt. Das werden wir jetzt mal vorzugsweise mal machen. Pferdesymbol plus plus ist da. Schauen in unser Menü rein und stellen fest, 1462, ein Punkt gab es auch hier wieder bloß mehr dazu.
Jetzt haben wir natürlich noch die Option, wir können das Pferd führen. Dazu einfach bloß das Y anklicken, mit LT drückt halten. Dann können wir natürlich jetzt auch LT loslassen. Da haben wir bessere Ansichten. Jetzt laufen wir einfach mal im Kreis herum um dieses Gerüst. Ihr könnt natürlich auch eine andere Strecke nehmen. Ich mache es jetzt hier in diesem Video bloß kurz und knapp. Da sehen wir schon, ein Pferdesimmel Plus ist aufgetaucht. Jetzt gucken wir mal in unser Optionsmenü rein und stellen auf einmal fest, da kam auch ein paar mehr Pünktchen raus. 14,61 hat man, glaube ich, vorher gehabt. Jetzt haben wir 14,70, sind 9 Punkte. In der Regel gibt es 20 Punkte. Oder ich habe mich gerade verrechnet, kann natürlich auch sein. Laufen jetzt einfach mal ein Stück weiter. Bis das Fersensymbol mit dem Plus wieder erscheint. Schön im Kreis laufen oder halt eine gerade Strecke, es liegt an euch. Da haben wir das Fersensymbol wieder im Bildschirm. Gucken ins Menü rein, wie viele Punkte wir diesmal bekommen haben. Da haben wir 14,90, das sind jetzt die 20 Punkte, die ich eben erwähnt habe. Es funktioniert, es ist auch sehr, sehr einfach und gibt immer wieder 20 Punkte. Wahrscheinlich war es eben jetzt schon eine sehr kurze Strecke, dass es bloß wenig Punkte waren. Aber ich habe jetzt einfach bloß nicht die Zahlen richtig im Kopf gehabt. Auf jeden Fall gibt es immer fürs Führen 20 Punkte. Das ist die Regel, so habe ich es mir auch notiert in meinem kleinen wunderschönen Notizbuch. Sehr effektiv auf jeden Fall, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die noch effektiver ist, um die Verbundenheit zum Pferd zu erhöhen. Nicht nur einfach die Strecken zu reiten, die man gerade auf dem Bildschirm so taktiert hat, sondern es gibt noch eine bessere Möglichkeit. Und hier sehen wir auch nochmal, wir hatten 14,90, habe 15,10, 20 Punkte gibt es dafür. Wie gesagt, es gibt auch noch eine bessere Möglichkeit, zu der kommen wir gleich. Wir kommen auch vorher noch zu einer anderen Variante, wie man Punkte bekommt, und zwar das Anbinden. Dazu gehen wir einfach vor zurück zu unseren Anbindepfosten, wenn nicht bis dahin nochmal 20 Punkte oben drauf kommen. Noch ein Stück näher, Pferd anbinden. Das erhöht nämlich auch die Verbundenheit des Pferdes. So, da haben wir das Pferdesymbol. Klicken in unserem Menü rein. 15,10 war das letzte Gebot. Wir haben jetzt 15,23, ist also eine Weile her, dass das Pferd mal eingebunden wurde. Das heißt, es gibt ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Maximal gibt es 15 Punkte. Wiederhole ich jetzt aber das Ganze, indem ich einfach mal aufs Pferd draufsteige. Sofort das Y wieder gedrückt halte, kommt auch hier wieder bloß ein Punkt dabei raus. So, Pferdesymbol ist da. Wir können gucken. Um einen Punkt hat sich das Ganze jetzt wieder erhöht. Auch wieder keine rentable Option. Jetzt kommen wir aber zu der rentabelsten Möglichkeit, wie man die Verbundenheit ganz schnell erhöht. Und dazu klicken wir jetzt einfach mal unsere Karte an. Wählen unsere Strecke aus. Ich habe das natürlich vorzugsweise jetzt mal gemacht. Bis hier hinten ist eine weite Strecke und die laufen wir jetzt einfach mal ab. Und das nicht, indem wir einfach bloß so rumreiten, sondern indem wir jetzt einfach, während wir das A gedrückt halten und unsere Reiterposition sozusagen annehmen. Drückt man jetzt einfach Select auf euren Controller für die Kinokamera. Das Pferd bleibt kurz stehen. Ihr drückt wieder mehrfach das A, damit er auf Vollspeed rumreitet. Könnt nebenbei, während die Kinokamera jetzt läuft und er seine Strecke abläuft, immer wieder mal nachschauen, wie es denn jetzt überhaupt aussieht. Wir checken jetzt natürlich nochmal die Punkte kurz ab. Wir sind bei 15,30 sind wir jetzt aktuell. Ihr könnt jetzt die Gelegenheit nutzen, um eure Fähigkeitskarten nochmal aufzuwerten, wie ihr es möchtet. Ihr könnt natürlich auch gucken, was für Herausforderungen ihr noch so am Start habt. Ihr könnt natürlich auch auf die Karte gucken, wo ihr denn gerade hinreitet. Alles ist möglich, um die Zeit ein bisschen zu vertreiben und nicht, dass das Spiel dann sagt, hier Inaktivität, ihr werdet rausgeschmissen und so Sachen. Ihr seht, wir reiten jetzt hier ein Stück. Ich mache jetzt mal ungefähr bis zum W. Und dann gucken wir uns die Punkte nochmal an. Wir waren jetzt bei 15,30 gewesen. Gucken uns das Ganze jetzt, wie gesagt, mal in der Kinokamera an. Er reitet die Strecke schön gemütlich vorne weg und ihr könnt die Landschaft wunderbar genießen. Eine feine Sache. Und damit erhöht ihr kontinuierlich eure Verbundenheitsstufe vom Pferd. Sehr, sehr effektiv. Wenn ihr also keine Lust habt, ewig lang das Pferd als Hund hinter euch herzuführen, Gassi mit dem Pferd zu gehen, macht einfach irgendwo auf der Karte einen Wegweiser,
macht die Kinokamera an, reitet ein Stück. Und ihr werdet sehen, es lohnt sich. Es ist richtig effektiv. Wir gucken jetzt nochmal unsere schöne Karte an, ob wir beim W sind. Wir sind schon drüber hinaus. Sehr schön. Um jetzt die Kinokamera jetzt abzustellen, drücken wir einfach erneut Select. Da sehen wir schon, Pferdesymbol mit Plus ist aufgetaucht. Wir gucken jetzt in unser Menü unter Spieler auf unser Pferd. 15:30 war zuletzt die Zahl, jetzt haben wir 15:48, es steigt also kontinuierlich. Wenn ich jetzt das Ganze also nochmal wiederhole, steigt die Punktzahl noch weiter. Und dazu klickt man einfach wieder hier reiten, AI drückt halt, mit so einer weiter drücken, Kinokamera anschmeißen und et voilà, es reitet und reitet wie im Film. Wir öffnen wieder die Karte und schauen uns natürlich mal an. Wir machen hier vorne den Wegpunkt, dass wir hier dann bremsen. Und ja, es kann auch passieren, wenn ihr jetzt hier den Wegpunkt macht. Ich mache jetzt mal hier den Wegpunkt. Der reitet die Strecke trotzdem weiter. Der bleibt nicht am Wegpunkt stehen. Also immer darauf achten, wenn ihr da unten Ziel habt, wo ihr stehen bleiben wollt. Er reitet einfach weiter. Wir werden es jetzt hier feststellen. Okay, Vorführeffekt, er bleibt nicht stehen. Vorführeffekt. Gucken wir uns aber trotzdem mal hier unsere Option an. Und siehe da, 15:56, die Punkte sind kontinuierlich erhöht worden. Warum der jetzt stehen geblieben ist, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte es letztens mal gehabt, da tut der Tanz daran liegen, dass eine Mission in dem Mal lief und ich die Kinokamera angemacht habe, dass er da einfach die Strecke weitergeritten ist, am Ziel vorbeigeschossen. Hier ist er jetzt stehen geblieben. Vorführeffekt natürlich, ne. Wie gesagt, das ist die effektivste Methode, um Pferd in der Verbundenheitsstufe zu erhöhen. Ganz am Anfang, wenn ihr euch ein neues Pferd kauft, gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit, um die Verbundenheit auch nochmal um einen Balken zu erhöhen, und zwar auf Stufe 1. Wir können das hier gerne mal kurz demonstrieren. Wir sind ja jetzt gerade auf Stufe 3, auf dem Weg zur 4. Ihr müsst einfach bloß, wenn ihr ein Pferd gekauft habt, im Stall, ja, wo sonst, einfach einen Sattel aufsetzen, ganz gewöhnlichen oder auch einen besseren. Ich habe jetzt hier einen Nakota-Sattel, glaube ich, drauf gehabt. Erhöht ihr sofort um eine Stufe die Verbundenheit eures Pferdes, und danach ist es einfach bloß eine Geschichte von dem, was ihr machen wollt. Entweder füttern, streicheln, striegeln, führen oder Kinokamera anschmeißen. Alles ist möglich. Aber am effektivsten, wie gesagt, ist das mit der Kinokamera. Markiert euch einfach auf der Karte den weitesten Punkt und lasst die ganze Geschichte seinen Lauf. Es lohnt sich. Und mehr habe ich dazu an dieser Stelle eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, lasst gerne auf jeden Fall ein Däumchen da. Ein Abo auf meinen Kanal tut auch nicht weh, würde mich sehr darüber freuen. Oder Follow, je nachdem, wie ihr es halt meint zu benennen. Schaut doch gerne bei Twitch vorbei, wenn ich live streame. Freue ich mich sehr gerne drüber, über neue Zuschauer. Bis dahin, ich bin's, euer Tördekohl. Macht's gut und ciao.